Von wegen zart und zu kurz geraten. Vielleicht jetzt noch, aber eines Tages. Kleiner Littlefoot, Fahrstuhl gefällig? Was ist los? Denkst du etwa, ich werde zu klein, Großvater? Darf ich nicht mal was alleine machen? Aber natürlich, Littlefoot. Ich wollte dir doch nur helfen. Entschuldige, du hast recht. Ich bin eben zu klein. Vielleicht jetzt noch, aber du wirst wachsen. Ja, das wirst du, Littlefoot. Du weißt doch, wie groß dein Vater ist. Und dein Großvater erst. Er war auch mal so groß wie du. Und jetzt ist er ein stattlicher Riese. Du warst auch mal so klein, ja? Ja, natürlich, Littlefoot. Ich war nicht größer als du. Tja, natürlich nicht in deinem Alter. Natürlich nicht. Also in deinem Alter war ich schon ein kleines bisschen größer. Danke. Aber du wirst größer, glaub mir. Du wirst noch wachsen, das verspreche ich dir, mein Kleiner. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sie ja alle recht. Schon möglich, dass ich zu klein bin. Aber ich bin groß genug, um vom süßen Baum zu naschen. Komm schon, Littlefoot, du schaffst es. Oh ja, jetzt komme ich gut ran. Noch ein kleines Stück. Nein! Hast du das gehört? Das war nur ein Flieger. Na, wenn du das sagst, mein Großer. Aber es hörte sich an, als würde jemand schreien. Aber nein, Tria, nicht doch. Wie kann denn jemand an einem so wunderschönen Tag schreien? Wer war das? Na, wer wohl? Das war der alte Dreihorn. Aber warum hat er geschrien? Ach, keine Ahnung. Aber das wird er uns schon noch sagen. Und, Tera, machst du nun den ersten Haps von die Baumnascherei? Na, was denkst du denn? Ja. Habt ihr schon mal etwas so Trauriges gesehen? Die ganzen schönen Baumnaschereien sind, noch bevor sich ihr Geschmack entfalten konnte, verschwunden. Das ist doch unfassbar. Ich meine, wer macht denn sowas? Das gehört sich. Aber das ist noch längst nicht das Schlimmste. Irgendjemand hat sie obendrein auch noch gestohlen. Ihr habt richtig gehört. Unter uns ist ein Dieb. Und deshalb gibt es heute keine Baumnaschereien. Tapsi hat mir die erste Baumnascherei versprochen, weil er... Naja, weil, ich weiß auch nicht. Jedenfalls hat er mir die erste versprochen. Nicht wahr, mein Hübscher? Ja. Hat sie gerade Tapsi gesagt? Was passiert mit... Ich war das nicht. Glaubt mir, Leute, ich hab das nicht getan. Hey, ich kenn dich doch. Du bist gerade weggerannt, als Tapsi und ich den geplünderten Baum entdeckt haben.
Und? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Na schön, ich geb's ja zu. Ich war hier, aber ich hab die Baumnascherei nicht gegessen. Heiliges Dino-Ehrenwort! Ach ja? Und wer war's dann, hä? Natürlich! Die Kleinen, die waren das! Die kleinen Langhälse! Ich hab sie mit eigenen Augen gesehen. Sie waren nur etwa so groß. Das ist die Wahrheit! Die Kleinen haben alles aufgefuttert. Ja, so muss es gewesen sein. Also, ich hab sie hier gesehen und ich war so überrascht und total erschrocken. Ich hab geschrien und bin weggelaufen, um Hilfe zu holen. Dabei hab ich dann Vater Dreihorn gesehen. Und der fing dann auch an zu schreien. Hä? Ich hab gebrüllt und nicht geschrien. Na schön. Also, er hat gebrüllt. Warte, du hast gesagt, dass alle Baumnascherei von kleinen Langhälsen genommen worden, die nicht größer als so gewesen. Ja? Ja! Wer soll dir das abkaufen? Du steckst ganz schön in Schwierigkeiten.